Ja, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum weiteren Avenger Talk. Ich bin natürlich wieder Avenger und ja, ich habe heute mal ein cooles Thema eigentlich. Ja, aber eigentlich auch ein ernstes Thema. Bei mir geht es heute um Cybermobbing und ja, worum es genau geht, seht ihr gleich nach dem Intro auf jeden Fall. Und ja, ne, wisst ihr Bescheid. Bis gleich. Ja, Cybermobbing. Folgendermaßen. Ihr habt ja schon gesehen, ich wurde ja auch schon Opfer von Cybermobbing, beziehungsweise viele haben es versucht, würde ich jetzt mal behaupten. Ich gehe ja ziemlich locker damit um. Aber es gibt halt auch viele YouTuber, die meinen, verdammte Scheiße, die hassen mich alle. Ich bin ein ganz anderer Typ, wisst ihr ja auf jeden Fall, und ich habe jetzt ein aktuelles Beispiel. Und zwar, Thaddäus hat ein Video hochgeladen, warum er keine Kommentare mehr liest oder beziehungsweise beantwortet, keine Ahnung. Also nicht der Taddel, sondern Thaddäus, der macht es so der erzählt immer so ein paar Stories von sich und hat dann so gezeichnete Animes im Hintergrund. Eigentlich ein ganz cooler Kanal, kann ich auf jeden Fall mal da oben verlinken für euch. Er hat dann verschiedene Kommentare vorgestellt, wie zum Beispiel, dass seine Videos scheiße sind und was ihn jetzt so gravierend praktisch getroffen hat, war der eine Kommentar, bring dich einfach um. Dieses bring dich einfach um ist immer mal schnell dahingeschrieben und er hat dann daraufhin gesagt, dass er mit Freunden zu tun hat oder zu tun hatte, die mit dem Gedankenspiel haben, sich umzubringen und haben ihn dann halt zugenölt, keine Ahnung. Und er hat dann YouTube praktisch oder dieses Kommentarelesen als Abschalten beurteilt. Also, dass er halt davon runterkommen möchte, dass er sich ein bisschen ablenken möchte und dann liest halt so einen Kommentar, wo dann steht, bring dich um. Und er wird dann natürlich auch dann an seinem Hobby wieder damit konfrontiert. Ja, hat dann halt so ein bisschen rumgelabert. Ich habe ihn auch in die Comments reingeschrieben, weil meiner Meinung nach ist das kein wirkliches Problem, solche Geschichten. Weil man muss eins bedenken, man ist im Internet anonym. Keiner weiß, wo du wohnst, keiner kennt dich wirklich. Und das ist für mich ein Faktor, wo man einfach drüber hinwegsehen kann. Klar, es ist jetzt ein Unterschied, ob man 200 Abonnenten hat oder knapp 300, so wie ich. Oder halt knapp 250.000, so wie er, oder 300.000, ich weiß gar nicht mehr, wie viele er hat. Aber auf jeden Fall, wie schon gesagt, jeder hat irgendwie mit Hasskommentaren zu tun. Jeder geht damit ein bisschen anders um. Ihn hat es jetzt halt ein bisschen härter getroffen. Er hat dann gesagt, er liest dann halt nur noch so 2 Stunden am Tag Kommentare oder so. Irgendwas hat er gesagt und da wird es dann besser geworden sein. Was ich jetzt so gar nicht nachvollziehen kann. Wie kann das besser werden, wenn man das nur 2 Stunden liest statt 4 oder 5 Stunden, ne? Geschweige denn, dass man am Tag so viel Zeit hat, so viele Kommentare zu lesen. Also, wie schon gesagt, ich muss dazu einfach nur sagen, man ist anonym. Keiner kennt einen und man hat ja auch noch Real-Freunde, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also ich habe welche, die mich immer wieder so ein bisschen aufbauen, wenn es mir scheiße geht oder so. Aber nicht wegen YouTube, sondern wegen anderen Geschichten. Ich habe ihn zum Beispiel in die Kommentare reingeschrieben, wo ich meine Familie kennengelernt hatte, hatten wir ziemlich viele Schulden zusammen. Ich habe dann als Koch gearbeitet und wurde in, also in 3 Läden habe ich nach der Lehre gearbeitet, wurde nach einem halben Jahr immer wieder entlassen. Nicht wegen meiner Leistung, sondern weil einfach die Besucherzahlen runtergingen. Die Saison war vorbei, die Leute blieben aus und dann saß da oben im Büro so ein Statistikarsch und hat gesagt, Alter, tut mir leid, aber du musst gehen. So, nachdem wir dann jetzt eh schon so viele, ja, so in der Klemme gesessen waren praktisch und ich dann jetzt auch noch als meinen Job verloren habe, habe ich dann in der Firma angefangen, wo ich dann 5,50 Euro Stunde verdient habe. Hört sich jetzt erstmal nicht viel an, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ist es auch nicht, also davon leben kann man nicht. Aber wir hatten erstmal Geld. So, und wir haben uns dann auch irgendwie rausgefriemelt. Wir haben dann praktisch einen Kredit aufgenommen und haben halt verschiedene Gläubiger zusammen in eine kleinere Rate zusammengefasst, so dass wir richtig sparen konnten, haben dann hier und da noch ein paar Einsparnisse gemacht und dann hat sich das schon wieder ergeben irgendwann. Und wie schon gesagt, jetzt leben wir eigentlich ganz gut. Wir haben beide einen festen Job wieder und es läuft jetzt absolut. Und das, finde ich, ist ein richtiges Problem. Und da hat man dann wiederum Freunde und Familie, die einem da raushelfen. Und das ist halt dieses Real-Leben. Aber auf YouTube, Alter, da bist du völlig anonym. Du bist einfach nur ein Typ, der Videos macht. Keiner kennt dich wirklich so, wie du bist. Es sei denn halt, man macht so wie ich einfach so Videos, wie man halt so ist, nicht? Also ich bin jetzt nicht einer, der jeden Tag sich verstellen muss für seine Videos oder sonstige Geschichten. Also auf jeden Fall. Und man muss einfach drüber hinwegsehen. Leute, das sind nur Kommentare. Lasst euch davon nicht beeinflussen. Das wird alles schon wieder werden. Und ich denke mal, Thaddäus, der ist noch ein bisschen jung. Ich glaube, der ist 17 oder 18, keine Ahnung. Der wird da auch noch dahinter kommen. Also, wenn man wirklich nur YouTube gesehen hat und man ist halt damit wirklich erfolgreich und liest dann halt so viele Kommentare, klar kann das einen mitnehmen. Aber ich finde, das halt ist halt kein größeres Problem, wenn man psychisch nicht so labil ist und da gleich ausflippt oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, nehmt euch das zu Herzen und ja, schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare. Habt ihr damit auch schon mal Erfahrung gemacht? Hat es euch so mal runtergehauen?
gehauen, dass ihr gedacht habt, boah, scheiße, was ist denn hier eigentlich kaputt? Ich gehe mich jetzt am besten umbringen. Ja, jetzt vielleicht nicht so krass, aber ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Wie schon gesagt, ich bin gegen Cybermobbing, aber es gibt halt auch Situationen, da muss man einfach drüber schauen. Ne? Wir sind ja, also ich oder andere sind, denke ich mal, oder meine Community zumindest, die sind da psychisch so krass drauf und schlagfertig, die können da ganz anders damit umgehen. Ihr habt es ja in meinem Video gesehen, ich habe das eher mit Spaß genommen, wie mich damit ernsthaft beschäftigt oder mich davon fertig machen zu lassen, irgendwo auf der Arbeit. Aber wie schon gesagt, eure Meinung dazu und ja, das war's eigentlich schon. Bis gleich. Ja, das war ein kurzes und knackiges Video. Ich habe es auch wieder einen Tag später hochgeladen. Ihr habt es ja gemerkt, ich habe die letzten paar Tage schon wieder nichts. Trotz, dass ich Urlaub habe, gibt es halt auch noch ein paar Pflichten, die man erfüllen muss. Aber hey, das kriegen wir irgendwie hin. Morgen kommt, denke ich, nochmal ein Vlog dazu. Also nicht dazu, sondern halt zu einem anderen Thema. Und dass ich jetzt auf das Thema von diesem Kommentar, wo ich in meinem Vlog gesagt habe, nicht näher drauf eingegangen ist, hat Folgendes eigentlich, weil der Vlog ja eigentlich schon alles gesagt hat, was dazu zu sagen war. Also ne, da möchte ich jetzt nicht weiterhin drauf eingehen. Und vor allem auch, dass ich mich nicht so in den, momentan nicht so in meinem Teamspeak aufhalte. Wenn wir Overwatch zocken, dann sind wir meistens in der Clan-Gruppe, weil uns da keiner stört, wenn ich jetzt streame oder irgendwelche Geschichten, ne, dass da keiner reinkommt und irgendwas labert. Oder dass sich dann Leute beschweren, sie wurden aus dem Chat geschmissen oder sonstige Geschichten. Das wollen wir dann beim Zocken einfach nicht hören. Wir wollen dann einfach nur unseren Spaß haben und da unter uns so ein bisschen Chat-Fragen beantworten, ist da was anderes. Aber auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Ich werde, denke ich mal, morgen nochmal in mein TS nach langer, langer Zeit mal wieder gehen und da könnt ihr mir gerne ein paar Fragen stellen, wenn ihr das gerne so hättet. Ich denke mal so morgen Vormittag oder Nachmittag, je nachdem, ich denke mal eher Nachmittag, wenn ihr aus der Schule seid, so sagen wir mal roundabout 2, 3 Uhr, werde ich auf jeden Fall mal online sein in der Zeit und da könnt ihr mir ein paar Fragen stellen, wie ihr Bock habt, schaut einfach mal rein. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, ich hoffe, ich habe ein bisschen was euch helfen können, falls ihr Probleme hattet mit Cybermobbing schon mal oder sei es auf Facebook, Twitch, YouTube, irgendwo. Ich hoffe, ihr könnt damit jetzt besser umgehen. Tja, wie schon gesagt, wenn ihr mich cool fandet, dann natürlich wieder diesen Button, wenn ihr mich richtig geil fandet, wieder diesen. Ich bin auf jeden Fall euer Avenger, schreibt mir auch in die Kommentare, wenn ihr ein paar Anregungen habt für den nächsten Talk und so, dann können wir da mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Natürlich wieder mein letztes Video, meine Freiheit zum Abonnieren, mein Gaming-Channel, falls ich wieder streame, werde ich auf Twitter ankündigen, seht ihr alles in der Videobeschreibung. Und ja, was gibt's dazu noch zu sagen? See you next time, euer Avenger, haut rein, bis dahin, servus, alter Schwede.